Martin Schulz tingelt über Marktplätze und durch die Betriebe der Republik. Soziale Gerechtigkeit, Altersarmut, alles ist x-mal gesagt. Doch der Kandidat hat zwei neue Feindbilder, mit denen er glaubt, punkten zu können: dem türkischen Präsidenten Erdogan und US-Präsident Donald Trump. Feinde der Türkei sind diejenigen, die in der Türkei die Demokratie abwickeln. Feinde der Türkei sind die, die Journalistinnen und Journalisten unschuldig in den Knast setzen. Ein Präsident der USA, der nicht gewillt ist, sich vom Nazi-Mob zu distanzieren, dem muss man sagen, ihre Politik wird niemals die Politik der Bundesrepublik Deutschland werden. Die Kanzlerin schlägt bei beiden Personen leise Töne an. Sie genießt den Amtsbonus, der legt ihr aber zugleich auch eine Beschränkung auf. Es geht nicht um Emotionen. Sie können da nicht nach dem Motto rangehen, was halte ich jetzt von der Person, was empfinde ich. Ich bin voll damit beschäftigt, meine eigenen Interessen zu formulieren, meine eigenen Positionen zu formulieren und dann zu gucken, wo kann ich vielleicht auch Ergebnisse, die gut für uns sind, dabei herausbekommen. Vorteil also für Martin Schulz, der damit vielleicht jetzt punkten kann. Die Union liegt gut 15 Prozentpunkte vor der SPD, seit Monaten doch die Zahlen täuschen. Ganze 46% der Wähler sind derzeit noch unentschlossen, so viele wie seit den letzten 5 Wahlen nicht. Bestätigt wird dies zusätzlich, gäbe es die Möglichkeit einer Direktwahl. Da läge zwar die Kanzlerin mit 38% vor Schulz mit 23, aber 31% wären von beiden nicht überzeugt. Und deswegen arbeitet Schulz einen Marktplatz nach dem anderen ab und ist überzeugt. Sicher noch nicht so weit, dass wir die Wahl schon gewonnen haben, aber so weit, dass die CDU sie auch noch nicht gewonnen hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieses Jahr allerdings ist sie bei den Genossen deutlich größer als bei den letzten Wahlen.